Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute backen wir gemeinsam einen Baumkuchen. Hier seht ihr zuerst einmal das Rezept. Zu Beginn heizen wir den Ofen vor. Nun wird die Butter geschmolzen. Wichtig ist dabei, dass sie nur warm ist und nicht heiß. Die vier Eier werden getrennt und die zwei weiteren Eier werden dem Eigelb hinzugegeben. Zu dem Eiweiß wiegen wir den Zucker und das Salz hinzu und schlagen dies zu einem Eischnee. Das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver sieben wir und vermischen es miteinander. Beim Vorbereiten der Form ist es wichtig, dass die Form nicht nur gefettet, sondern mit einer Alufolie ausgelegt wird. Dem schaumigen Eiweiß geben wir das Eigelb mit den zwei weiteren Eiern hinzu und lassen es kurz unterlaufen. Die flüssige Butter, der Rum und die Vanille werden vorsichtig unter die Masse gehoben. Zum Schluss wird auch das Mehlgemisch vorsichtig untergehoben. Die Masse für den Baumkuchen ist nun fertig. Für das typische Baumkuchenmuster müssen die Schichten alle einzeln nacheinander gebacken werden.
Sobald die erste Schicht goldbraun ist, kann die nächste aufgetragen werden. Und so wiederholt es sich immer wieder, bis die Baumkuchenmasse verbraucht ist. Denkt beim Auftragen daran, je dünner die Schichten sind, desto mehr Baumringe habt ihr später beim Anschneiden des Kuchens. Wenn der Kuchenteig verbraucht und die Schichten schön goldbraun gebacken sind, stürzen wir den Kuchen sofort auf ein Rost, ziehen die Folie ab und lassen ihn kalt werden. In der Zwischenzeit schmelzen wir die Schokolade mit dem Öl auf einem Wasserbad. Die unschönen Ränder schneiden wir gerade ab und dann kann auch schon die Schoki drauf. Zuerst einmal mit dem Pinsel die erste Schicht auftragen und fest werden lassen, die zweite ebenso und den Rest der Schoko drüber gießen. Der Baumkuchen schmeckt am besten, wenn man ihn in dem Schokolierzustand 14 Tage stehen lässt. Gutes Gelingen und vor allem einen guten Appetit! Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Backvideos zu verpassen.